So, ihr Lieben, heute geht es mal aus einer neuen, etwas ungewöhnlichen Perspektive durch Palma. Ich mache mal einen kleinen Rundgang durch Palma, so Höhe Plaza España, Mercat Olivar, San Miguel, mal gucken, wo wir alles hinlaufen. Hier schnell noch drüber. Und mal schauen, wie das Video aus der Perspektive hier wird. Bin gespannt. Hier, wie gesagt, der Plaza España. Schreibt mir auch gleich mal was in die Kommentare rein, wie das Video ist. Und die übliche Bitte für alle, die uns noch nicht folgen, gebt uns doch einen Follow auf unserem Kanal. Das wäre super. Hier sind wir jetzt beim Mercat Olivar. Bin vorher aus der Stadt rausgefahren, weil ich habe heute wieder ein Weintasting und deswegen bin ich schon mal los und ein paar Sachen erledigen, ein Video machen. Und guckt mal hier, die Stadt ist schon wieder richtig voll. Draußen sitzen die Leute schon ohne Ende. Und ja, hier ist kein Tisch mehr frei. Morgens um 20 nach 12 oder mittags um 20 nach 12 ist hier alles schon voll. Und ich habe auch vorgemerkt, wo ich hier aus der Stadt rausgefahren bin, zum Parkplatz, dass auch hier die Straßen jetzt schon richtig voll sind. Da oben hängen noch ein paar Weihnachtssterne dran. Die sind noch nicht abgebaut. Und ja, es ist richtig Bewegung schon. Wir haben heute Topwetter. 17, 18, 19 Grad. Und ja, schaut mal, hier sind wir jetzt in der Calle San Miguel. Da ist schon Mitte, Ende Februar richtig Bewegung. Da ist schon richtig, 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 richtig was los hier. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon mit Karnevalsferien zu tun hat. Oder ob das mit Kreuzfahrtschiff zu tun hat. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ups. Auf jeden Fall ist es schon voller, als ich eigentlich gedacht hätte. Wir laufen jetzt mal noch vor zum Plaza Mayor. Hey, no.
So, jetzt kommen wir ja gleich mal an den Plaza Mayor. Mal gucken, was da los ist. Auch hier seht ihr schon, ist alles richtig schön voll. Leute, treibt alle raus. Es sind viele Italiener da, also auf jeden Fall hat es dann auch was mit dem Kreuzfahrtschiff zu tun, das da ist. So, wo laufen wir jetzt entlang? Überlegen wir kurz. Ich glaube, zum in Anführungszeichen durchfliegen ist es mir hier fast so. Ja doch, wir gehen mal hier durch. Fast zu voll, wollte ich eigentlich sagen, aber es geht. Also es ist echt schon richtig, richtig voll. Wir waren heute wieder unterwegs und wie gesagt, die Mandelbäume kommen immer mehr in Blüte. Also wer noch auf die Insel kommt, wird mit Sicherheit noch die Möglichkeit haben, schön Mandelbäume zu sehen. Also die Blüte wird gerade in vielen Ecken jeden Tag noch stärker. Wir werden dann, schätze ich mal, in, naja, schauen wir mal, 10 Tagen oder so noch mal ein Video machen mit Sandra von der Mandelblüte. Jetzt sind wir hier am Plaza Court mit dem alten Olivenbaum. Ein Massiv für jeden, der nach Palma kommt. Ja. Das Rathaus. Wie gesagt, und dann hier der ganz, ganz alte Olivenbaum, der damals von dem Hotelier der Stadt Palma gespendet wurde. Jetzt laufen wir mal hier durch die kleine Straße runter. Guckt mal, da hängen auch noch Christsterne. Da hängt noch ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung. Die ist noch nicht abgebaut hier. Es ist jetzt schon Februar und es hängt noch Weihnachtsbeleuchtung. Ist natürlich nicht mehr an, aber wie gesagt, abgebaut ist sie noch nicht. Und wir fliegen hier durch die Weihnachtsbeleuchtung durch. Okay.
So, jetzt sind wir hier wieder gleich bei der Canveri, bei unserer Straße. Da biege ich gleich in die Canveri rein, wo es Cangourmet ist. Ihr schreibt mir bitte jetzt in die Kommentare rein, wie ihr dieses Video fandet. Und für alle, die uns noch nicht folgen, gebt uns doch einen Follow, lasst uns ein Abo da auf YouTube. Da freuen wir uns natürlich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Ciao, ciao. So, und hier sind wir dann.